Die Zeit, BVB gegen Schalke 04. Favorisiert sind die schwarz-gelben. Schalke holt aber den ersten Sieg gegen Bochum. Jetzt folgte eben das nächste Derby, das noch etwas größere Derby, das aber besser losging für den BVB. Julian Brandt mit dem 1:0 Führungstreffer. Starker Auftritt gegen Manchester City, starker Auftritt jetzt gegen Schalke 04 und Schalke war hinten zu anfällig. 32. Minute Marco Reus zum 2:0. Pausenstand, Schalke 04 nach vorne. Zu harmlos, da konnten sie nicht viel kreieren und defensiv eben doch zu löchrig. BVB setzte nach. Modest findet Reyna in der 53. Minute. Dann wohl schon die Entscheidung, was Königslau hier zeigte, war einfach zu wenig. Aber auch eben dem geschuldet, dass Dortmund individuell deutlich besser besetzt ist. Da konnte man Schalke nicht so viele Vorwürfe machen. Sie stemmten sich dagegen. Am Ende war es ein standesgemäßes 4:0 in der Höhe, aber auch absolut verdient. Klare Angelegenheit. Schalke konnte